Ja, nee, ich hätte gesagt, wir fahren links, aber das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Also wir das Ding gefahren, mal im Fluss versenken und dann, ja. Wäre ich nicht die Geld, um den Abschleppdienst zu bezahlen. Ja, das ist auch schon in der Radlänge und schubst der Akro. Vor allem der Antrieb hockt vorne. Naja, da hätte ich auch Angst an deiner Stelle, wenn sie mir so Dinge entgegenkommt. Vor allem so ein alter Vista, ne? Halt einfach, ne? Nur funktioniert. Mehr tut er nicht. Der funktioniert nur. Kein Luxus, kein Komfort. Wahrscheinlich zu mehr. Was hat denn der Hund gerade gehabt? Na, den Bock müssen wir jetzt irgendwo unterstellen demnächst. Sehen wir das nicht auf der Map? Maisschneidwerk, ja. Eh aussteigen, was gerade sage. Ja, klitscht durch, das ist okay. Kannst du mal aufpassen, da steht mein Karo auf dem Weg. Ich glaube, dir brennt die Schüssel weg. Ja, jetzt Akro werde, Dreckspack da wieder. Würde ich die Arbeit von dem Farmer nicht. Ich glaub's nicht. Tolle Nachbarn, ne? Ich frage, wo man den Bock unterstellt. Also ich würde. Ich wollte eigentlich links lang. Ich stelle jetzt erstmal hier hin. Ich wüsste sonst nicht, wohin damit. Absenker. Und dann kann man es entkoppeln. Dann kommen wir den Maisschneider noch kurz oder? Was mache ich denn? Ich bin halt verkorkst von der Steuerung her. Was weiß ich warum. So, dann machen wir noch kurz wieder Lade zu. Eine taglaufende Tür. Aber er hat schon ein Tempomat. Muss man ja positiv sehen. Und Maischneider und dann ist auch. Dann geht's weiter. Das kommt der Heizlüfter aus. Die wollen eigentlich nicht mehr laufen lassen, aber das hört im Hintergrund, das ist scheiße. Und was soll ich sagen? Maischneider und dann geht's weiter. Jetzt eigentlich. Oh, schon 12 Uhr mittags? Nee. Ich bin noch 92 Euro. Naja. So Tomate müssen es regulieren, die wir dann später verkaufen. Zuerst mal links lang. Ich weiß gerade, warum ich also das falsch denke. Wahrscheinlich ist die Hinradlenkung sehen. Irgendwie mein Gehirn so, hey Pucki, das muss anders. Und dabei ist eigentlich so eine Rumfahrerei für mich eigentlich echt entspannt. Eigentlich mit nie Stress mit sowas. Aber Gehirn so, nee, machen das jetzt anders. Dramatische Musik. Die Kirche müssen wir auch noch. Was mache ich da? Ich will da irgendwie, grad. Jo, da würde ich aber auch keinen Mittelweg fahren, laufen wollen. Bedenkt mal, ey, der piekst euch mal auf, du. Aber mit Geschwindigkeitsanzeige effektiv hier hoch. Da müssen wir echt die Hüte reparieren, dass wir die ganze Sache unterbringen. Aber uns reicht der Platz nicht da. Sehen wir irgendwann auch eigentlich, wenn der Drescher voll ist? Weil der Arno Behälter bis zu einem gewissen Punkt und dann ist aus. Schneidwerk an. Bewegt sich da was? Keine Ahnung. Hat er auch wieder Peak gesehen an? Jo, läuft. Ja, okay, Bruder, danke. Thanks. Die haben da echt keinen Stress auf dem Land. Naja, der Bauer lassen halt raus. Alles gut, alles gut. Denkt sich, ja, so, wenn der mir jetzt eine Karre reinhaut, dann ist der Kopf ab.
Dann war's das, Skinny. Dann war's das. Aber mit den Hühnern müssen wir langsam mal anfangen. Ich fühle mich gerade irgendwie viel zu langsam für das Ganze. So, stecken wir schon kurz aus. Machen wir gleich zu, ne? So, dann lassen wir erstmal hier stehen jetzt. Wo jetzt hin? Wir müssen ein paar Leute kennenlernen. Okay. 30 Tomate liefern. Apropos Tomate, nach der sollten wir jetzt auch mal kurz schauen. Bis in unsere Schätzelis geht. Wenn ich jetzt aufmache, wird es dann besser? Ja. Kann man noch andere Sachen eigentlich anpflanzen? Benutze Setzlinge. Ah, wir haben keine mehr. Okay. Das war der Hintergrund, wo wir Tomaten haben. Ja, ich will die wachsen lassen. Das ist natürlich vollautomatisiert. Das wäre jetzt halt noch mein Traum, ne? Ah, mach doch zu, Brudi. Upp, hält, perfekt. Zu der Lader. Wo müssen wir hin? In die Kirche. Ach komm, machen wir es, dann sind wir es los. Da fahren wir gleich mit dem Traktor. Ich hab's Gefühl, wir brauchen den. Ich kann keinen Bock, dass wir jetzt gleich wieder, mit dem Auto hinfahren und wieder zurückfahren können und einen Traktor holen. Null Nerv dafür. Können wir erstmal mittags kurz was futtern, Alexa? Ja, aber da langsam Zeit. Dann los geht's. Okay, langsam mal durch, dann real life. Deswegen muss ich jetzt parallel schon was trinken, ja, wenn wir hier weiterfahren, weil ich vergessen habe, was Eis zu schenken. Tut mir leid. Das waren zwei Schlitt. Ne, ist die Flasche leer. Toll. Ist es intelligent, wenn wir da langfahren? Ja, sehr intelligent sogar. Wie geht's rechts ab? Vor allem kann der Boxi-Mode auch ein bisschen bewegen, ne? Weil das dann mal ein bisschen geschmiert bleibt. Ah, zum Beispiel auch für ein Stück aus Malm, das war Rasenmäher und so weiter, alles vorhanden. Da ist der Punkt, der Rasenmäher hat nie einen Ölwechsel gekriegt seit bestimmt 10 Jahren oder so. Ja. Yeah. Nicht so gut. Ne, wir fahren geradeaus weiter. Super, ne? Und das wird jetzt ein normaler Fall, als er erstmal einen Ölwechsel kriegt. Muss ja mal nachgucken bei Honda auf der Seite, was die da empfehlen. Wir können ja gutes Öl selber, kann man eigentlich ganz normal auffangen. So ist ja nicht. Man hat ja irgendwie ein Öl, keine Stabbehältnis oder so, und dann kann man es da reinkippen. Ja, da drüben sehen wir es ja schon. Perfekt. 24, ey, gleich Platz der Kolbe aus der Halterung. Wisst ihr, der ganze Träger total versaut, nur hinter die Aufnahmestange, die schwarze, sieht übelst neu aus. Ich bin auch mal gespannt, wann wir jetzt anfangen, mal Geld zu verdienen. Ja? Sag's ja neu. Send off. Vielleicht auf der Map gucken, wo wir lang müssen. Na, wäre vielleicht sicherer für uns. Ich fehle echt, dass man einen Schulterblick machen kann. So. Einfach so rüberschauen. Ja, cool. Es kann doch nicht sein, dass wir kilometerlange Bahn hier ziehen. Hier
den Dreck verloren, Mann. Lass mal einfach mehr auf den Straßen liegen. 30 Tomaten liefern, der Scheiß muss halt erstmal wachsen, das ist es ja. Müssen wir vielleicht täglich gießen? Eine Feuchtigkeit hochknobelt. Ich bin mal ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, da kommt nichts. Guck mal, die haben Hühner. Sauerei. Kommen wir da vorne irgendwo rein? Ich glaube, das war falsch. Ah doch, da geht's rein. Tatsächlich. Cool. Das heißt, werde ich hier nur so ein Nacksaufer. Uff. Ja, das ist normal. Das kann man hier so machen. Das ist doch ganz okay. Das war's? Ja, okay. Kürbissuppe, ich kann ja mal kochen, Mann. Seemaschine. Düngestreuer. Ballenpresse. Getreidehänger. Können wir auch irgendwo... Wie soll ich würzige Kürbissuppe liefern? Soll ich mal Kürbisse anbauen? Ich habe gar keine Möglichkeit dazu. Ich will jetzt eine ganze Zeit die Drecksmission machen. Problem ist, müssen wir wahrscheinlich erstmal. Weil wir brauchen eine Seemaschine und eine Seemaschine kann man nichts anpflanzen. Da drüben geht es auf die Straße. Mir ist egal, fällt sie querfällt ein. YOLO! Ich hab ein bisschen nachgelaut, ne? Eine ignoriert sie irgendwann immer noch. Ich kann nichts dafür, ich bin gestanden, ihr habt's alle gesehen. Coffee Shop. Hey Lady. Lasst uns reden. Guten Tag. Ja, das sag ich mal höflich. Lust zu handeln. Lust zu handeln? Absolut. Kaffee. Das Bier kann man verkaufen. Scheiß eigentlich drauf, ne? So, ist das noch mein Angebot? Pralinen? Nee, lass mal. Kann man sich da hinsetzen? Ja, geht sogar. Cool. Hat zwar keine hohe Endgeschwindigkeit, aber kommt schnell auf Touren. Lass mal kurze Routeplanung machen. Ja, wir biegen links ab und dann fangen wir die Straße und dann wieder links. Okay, läuft. Thema erledigt schon. Echt nach links? Ja, links, links. Rechts kommt nichts, links kommt nichts. Feuer! Nicht links, sondern rechts. Mensch, Boogie. Stehen ja vorne auf der Kreuzung, sag mal, ist ja blöd. Dann muss ich die nächste links. Ja, so ist richtig. Läuft aber einer. Was macht der? So, hat er den vielleicht rausgelassen? Was machst du auf der Straße? Es bewegt die doch. Sag mal, was denn hier los? Wir überholen den jetzt mal. Ja, jetzt gibt mal Gas oder was? Du bist ein Granatengras-Dackel, du. Meine Fresse. Das ist vielleicht schon... Ah, da läuft da drüber. Okay, mehr aus.
Aber der hinter uns kann es fahren. Das wäre ein Vieh. Klar, ich hätte es entspannter sein können, aber ich habe keine Zeit, Mann. Ich muss vorwärts gehen hier. Da lügt der Lachs. Jo, ist 30 Folgen. Irgendwann links, okay. Kann es ja nicht sein, du. Echt, du. Hier, Sauerei. Leider gibt es für das Game keinen Workshop. Finde ich schade. Wäre cool. Mann, du. Ich gucke hier die ganze Zeit rum. Muss ich mit irgendwelchen... Was macht der Transporter da vorne mit der Doppelbereifung? Mit Zwillingsreifen. Meine Fresse. Vor hinne, Alter. Okay. Gras auf dem Asphalt. Yo! Da! Boah, Mann. Setz auf wenigstens einen Blinker, du Rindvieh. Wo fahr ich denn hin? Der nächste Hornochse. Heide, Wetzke. Ach, Witzka, du. Mann, du. Was für Rindviecher gerade. Da müssen wir weiterfahren, okay. Halt einfach auf der Straße an, mit auf der Landstraße. Gut, können wir genau zeigen, ich habe keine Schilder bis jetzt her. Aber trotzdem, du blinkst doch wenigstens dann rechts, wenn du anhältst. Meine Fresse. Kann man die doch mit dem Transporter und normaler PKW schneller fahren, wie so ein alter motoriger Schlepper hier, ja? Dass die Kolben innen verrostet sind, ja echt alles. Also manchmal ist ja mal echt fragen, du, was die da machen, ne? Ist die Musik leer da wieder aus? Schade. Ist leer, Musik ist leer. Ah, QQ. Mal ein bisschen Lichtparty. Passen Sie auf, Blitzer, ist ein Blitzer, ja genau, passen Sie auf, bitte, Blitzer. Wir trollen die nur. Hm, Problem? Hm, vielleicht Gangster auf der Straße hier, also. Na, wie ging es denn mal? Riding on the run, oder wie es ging? Gab's damals bei Need for Speed, Underground. Ich fand das Tuning damals scheiße geil in dem Game. Klar, man soll jetzt sehen, denkt sich so. Aber für damalige Verhältnisse, PlayStation 2 läuft. Aber das Tuning war viel geiler. Turbolader, Druck einstelle, Einspritz und bla. Du kannst du voll rum experimentieren. Das war voll geil. Ich immer mit Peugeot 206. War damals voll verliebt in das Auto. Fand das cool. Zu tiefer Klick, breiter. Und alles. Ne? War richtig geiler Shit. Also denke ich mal eigentlich so, muss ja funktionieren, das Auto. Tuning, Leitungsbereich, ja, weil. Unseren Chevrolet Aveo, der hat Anspartluftfilter, die von KW. Da denkst du, das kleine Auto, hey du. Der Turbolader kann besser durchatmen. Geiler Shit. Apropos, du musst es halt vielleicht mal langsam sauber machen. Der Ball 80.000 Kilometer hat es geheißen. Ich glaube 60 ist jetzt drauf oder so. Ja. So, aber denk, wenn das Auto mal ins. Weil du gleased habe ich es natürlich, ne? Aber, ja, mach mal weg. Und ich glaube, damals hat er 5, 6 Kilo oder 7 Kilometer drauf gehabt und dann jetzt schon bei 160.000. Schon krass. Wir haben uns auch da jetzt. Das ist seit 2013, 7 Jahre jetzt werden es. Im September erst diesen Jahres. Lass uns jetzt mal hier stehen, ganz dreist. Jo, was geht, Buddy? Was geht? Yo, Homie. Erzähle du es mir. Du siehst nicht gut aus. Hatte eine schlimme Nacht. Wirklich schlimm, Mann. Oh Mann, mein Kopf. Zu viel Xoffer? Gehört die Sämaschine dort dir? Ja, warum fragst du? Ich bin gerade eingezogen und könnte eine Sämaschine brauchen. Auch eine so alte wie diese. Lass mich nachdenken. Vielleicht kann ich helfen. Wenn du mir hilfst. Ich wurde beauftragt, ein Feld in der Nähe zu pflügen. Aber ich kann meine Füße kaum bewegen. Was, wenn du es für mich pflügst? Sicher. Und dann reparierst du diese beiden Gewächshäuser für mich? Meine Mom wird so glücklich sein. Mach erst die Gewächshäuser. Dann gibt's die Sämaschine kostenlos. Was meinst du?
Ach ja, sicher, geht klar. Außer mal Macher. Sicher, geht klar. Alles klar, viel Glück. Wir sehen uns. Wie weit ist denn eigentlich unseren Hoch? Ja, das geht aber. Hoch. Dann kommen wir der Feldweg hier links. Oder wir fahren hier kleiner mal geradeaus durch. So kümmern wir uns erstmal, wenn wir schon mal hier sind, hier drum. Na? Hallo? Danke. Gewächshäuser und Rosche, das wäre inzwischen echt Profi drin. Ich würde nichts mehr noch verplanken, aber hey, mit die Diebe, das kann uns egal sein. Ich denke, man kann die ganze Sache auch kaufen, du musst halt nur einen anderen Weg dann fahren. Wenn wir schon mal die Zeit haben, weil es braucht Zeit zum Wachsen, ne? Ah, wird das uns Feldflieger. Muss man was Fluggeräte holen. Ja, nur gesagt Flüge, nicht? Das muss noch anders machen sollen, ne? Also Kuban oder so, das wissen wir nicht. Ich glaube, war richtig jetzt, was ich gesagt habe, oder? Ich habe doch keine Ahnung. So. Gut, dann kann man gleich aufs Dach gehen. Wenn wir schon mal da sind. Von denen müssen wir da noch ran an die Sache, du. Uff. Wie viel haben wir schon wieder? 14.31 Uhr. Ja, es wird ja auch die letzte Aufgabe. Das sollte man jetzt halt schon wieder machen. QQ. Ja, vor allem auch die Themas, was das Klimasache betrifft. Also, könnte eigentlich nicht sehen, dass das wäre. Mich stört das irgendwo. Denken wir so, Leute, glaubt ihr echt, dass wir 1 Milliarde Tonnen an fossile Sachen verbrennen? Das ist nichts ausmacht. Kannst du ja mal herkommen und 2 Liter Sprit bei dir in der Wohnung anzünden. Mal gucken, wie es dir dann geht. Ähnliches Verhältnis. Ne? Sag's dir nur. Ich sag's dir. Ist in der Frage, ja. Haben wir ein Video zugeschickt von dem YouTube-Kanal, wo ich mir denke, so, Alter, wie kann es sowas überhaupt noch, oder darf sowas überhaupt auf einer Plattform existieren? Das ist... Der Typ glaubt sogar an eine flache Erde. Ich muss so, bist du eigentlich dumm? Ich persönlich war jetzt auch noch in der Welt, muss ich zugeben, ne? Das Privileg hatte ich noch nicht. Weil ich schon seine Krieger mit dem Zustand vom Körper. Aber prinzipiell, wie kommt man drauf, dass eine Erde flach ist? Wo kommt die Erdkrümmung her, Bruder? Die kommt denn von ungefähr, weiß ich nicht, was ich sagen so. Ist das Mangelintelligenz oder einfach nur, weil man denkt so, ja, ich glaube an was anderes oder bin anderer Meinung und deswegen kann ich mich irgendwie hervorheben? Ist das irgendwo fehlende, hat er 2 Gewächshäuser gesagt oder das Gewächshaus? Ich sag, hier haben die nur eins. Ah, ja, dann passt ja. Hallo? Ach nö, muss ich jetzt echt 3 Stück aufbauen, damit er ums Eck kommt? Ah, Brudi. Hallo? Was eigentlich für ein Film manchmal geht, ne? Ich glaube, wir gehen Mars und unten, ist sicherer. So, mach mal Uftelade. Komm hier weiter in Droschte. Ob das daher kommt oder braucht man Aufmerksamkeit? Ich weiß es nicht. Weil alles, wenn man das sich doch mal anschaut, es gibt da Bilder vom Weltraum draußen, wo ist denn das Problem? Das zu glauben, klar, man sieht nur eine Seite von der, aber sorry, die ist trotzdem brennt. Die dreht sich ja. Woher soll die Krümmung kommen? Wenn man jetzt umso höher man geht, umso mehr weiter kann man sehen, im gewissen Grad sieht man halt schon eine Krümmung. Wo ist das Problem? Egal, versteht's nicht. Aber wisst ihr, wenn man hier so viel am Rosten ist, denkt mal über solche Sachen nach, ne? Ich sag's dir noch, es sind nur Fragen. So, und die sehen eigentlich ganz gut aus. So scheint alles zu passen. Wunderbar. Dann nochmal jetzt kurz unseren Träger, den haben wir wo gelassen? Da drüben irgendwo.
Hopp, sind fertig. Machen die Tür hier noch zu. Nein, wir können ja drüber hüpfen. Okay. Wir nehmen jetzt den Feldumflüge, ne? Und wir müssen jetzt die Straße lang links und an den Feldweg rein. Ah, das ist der drüben Villa. Okay, das kann aber eine Weile dauern. Das ist halt der kürzeste Weg für uns jetzt, ne? Jetzt haben wir eine kleine noch kurz Pause und holen wir was zum Trinken. Ich glaube, das mache ich jetzt geschwind. So, jetzt haben wir Pause, ich bin gleich wieder da. Jo, und weiter geht's, Spaß. Juhu! Achso, ja. Kurz überprüfen, stimmt das auch, was ich mache? Nee, das war ein Feldweg zu früh jetzt. Das war ein Feldweg zu früh, meine Jungs. So, das Mikrofon noch richtig positionieren, scheiß gut. Du bist etwas hungrig. Geht doch noch, fass halt einen Apfel. Zwei. Welchen Feldweg dann? Ah, erst ganz vorfahren und dann links, okay. Komm, ein Storch. Ich finde es auch gut, dass du so weit denkst, dass es weiß, so, ja gut, okay, dann muss ich erstmal zurück und das Equipment holen, ne, dass die Mission irgendwie abbricht. Gibt's ja auch manchmal. Komm mal überhaupt. 1526, ja, wird doch die letzte Mission, die wir jetzt machen heute. Also im Ingame. Jo, links, rechts, Kombi. Da wäre ich mir doch wieder froh, wenn man anderes Equipment einfach hat. Jo, passt aber. Was ist das für ein Shop? Was können die da kaufen? Lübdelachs? Agrikulturshop. Ich glaube, können wir Samen oder sowas kriegen, ne? Vielleicht Sachen für unser Haus. Mal gucken. Ja, cool. Und kartentechnisch müssen wir eigentlich jetzt nur noch geradeaus durchfahren und dann. Ja, sieht man es eigentlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo wir das Sachen verkauft legen. Danke für den Homestead. Okay. Kann ich das umbenennen? Ingenieursansicht. Der hat Sprit! Fuck! Oh, ich fahr da ganz in der Welt rum! Scheiße! Kannst du jetzt rechts unten der Balken? Nee, schnelle Tempomat. Wird einfach nichts anzeigen. Boah, ist das assi. Der hat Sprit. Kann er eh gleich rechts abfahren. Der hat Sprit! Kacke! Ich mach Lusche wie die Tankstelle. Ah! Okay. Jetzt krieg ich Panik. Müssen wir mal nachschauen, wie viel der Drescher da hat und Sau, oder? Oh, fuck. Pflüge das Feld. Yep. Hallo, check doch mal aus, bitte. Mit Gott ist schön, aber. Ja. '94. '91. Alter, war da drin. Ach. Kameraperspektive wieder. Das Auto aber kurz weg, steht vor dem Weg. So.
So. Hat das angezeigt? Gesehen, ach so, nee, egal. So, machen wir auch noch kurz auf.